Ich lerne jetzt im Moment nicht gerade Spanisch, sondern ich habe mal irgendwann, das ist schon ein bisschen länger her, habe ich einfach mal angefangen und habe mich da mal ein bisschen beschäftigt. Ich hätte aber jetzt nichts unmittelbar mit dem Verein zu tun, weil das Spanisch kann man irgendwie in der ganzen Welt, in Südamerika, in Europa, in Amerika, in den USA, kann man überall irgendwie gebrauchen. Ist so nach Englisch die zweite Sprache. Mir gefällt die Sprache, deswegen wollte ich sie grundsätzlich mal lernen. Irgendwann werde ich auch wieder die Gelegenheit haben, mich da ein bisschen zu vertiefen. Das ist schon ein Ziel von mir. Aber es hat jetzt mit dem Verein in Spanien erstmal nichts zu tun, sondern Spanisch finde ich gut und kann man viel anwenden. Könnte dann auch mit der Reise durch Argentinien oder Südamerika oder ähnliches ja theoretisch zu tun haben, dann anschließend, wie auch immer, ne? Ja, Also. mal in Patagonien oder in der Ande, ja, 6000 Meter klettere, dann ist gut, wenn man irgendwie die Sprache der Einheimischen spricht.